Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon X. Wir sind hier in einer Kletterarena und ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, wo ich hochklettern soll. Es gibt hier viele Möglichkeiten. Ihr könnt mich hinsetzen. Ah, ich kann einmal komplett drumherum gehen. Ich gehe einfach mal irgendwo hoch. Ich meine, scheißegal. Ich gehe einfach mal irgendwo hoch und möchte dann irgendwie zum Arenaleiter vorstoßen. Ich bin so kaputt vom Training und vom Klettern, dass ich erstmal eine kurze Verschnaufpause brauche. Warum bist du denn kämpfen, du Vollidiot? Das ist doch dumm. Antonio. Liegt doch Miff, okay? Wen habe ich vorne? Immer noch? Kröti. Ja gut, Kröti ist gut. Hat zwar jetzt nicht unbedingt die stärkste Wasserattacke, die es gibt. Aber vom Level her sollten wir es schaffen. Es sei denn, die Viecher haben alle Robustheit. Ja, ich denke, Kröti wird hier eigentlich den Großteil dieser Arena machen. Ist eigentlich auch nicht verwerflich, oder? So. Und dann, was hast du noch? Erstmal kriegt noch Hopland Level Up. Ein Relikant. Wisst ihr was? Das macht Spike. Warum nicht? Warum auch nicht? Ja gut, so überlevelt sind wir jetzt eigentlich gar nicht. Wie, das reicht nicht? Fucking Gähner. Oh, hör auf, eine Pokémon einzuschläfern. Grinz, du bist dran. Ist das klug? Ich hoffe doch. Los, Grinz! Felsgrab. Noch ein bisschen zu viel Damage, wenn ich das so sagen darf. Ah, Quarknarre Grinz. Diese verkackte Gähner, ey. Das regt mich auf. Aber wenn ich jetzt auswächst... Was zur Hölle war das gerade, Grinz? Ich dachte, das reicht aus. Dieses Relikant ist irgendwie eine größere Bedrohung als erwartet. Einfach nur, weil es mich aufregt, dass es gerne einsetzt. Es nervt. Ja gut, das interessiert mich dann weiter nicht sonderlich. Nietenranke! Dann war's das. So. Es hat jetzt mehr Probleme bereitet als erwartet. Aber dafür gibt's ein Level-Up für Spike. Sehr schön. Und für niemanden mehr. Ja, ich denke, ich sollte dann... Ah, mal sehen. Ich kann meine Pokémon ja heilen. Ich habe ja Heildinge. Dann gehe ich mal links hoch. Ah ja, ich kann nur hier hochklettern. Bei diesen blauen Feldern da. Und hier komme ich wieder nach unten. Das ist vermutlich nicht richtig. Aber warten wir es ab. Kann ich hier hochgehen? Ich werde bestimmt in eine Sackgasse laufen. Ja, da ist nämlich schon eine. Aber gut, wir nehmen den Kampf mit. Also gut, ich bin bereit. Mal sehen, ob du eine Schwäche in meiner Verteidigung findest. Ich bin beinahe sicher, dass ich sowas finden werde wie eine Schwäche in deiner Verteidigung, Lorenz. Ein Kiesling? Das sollte eigentlich auch kein Problem sein für Kröti. Blubber! Blub, 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 blub. Also, oh Gott, immer diese Robustheit. Ja, es ist schon ein Problem, dass Kröti keine starken Wasserattacken drauf hat. Wobei, wenn die Viecher eh alle Robustheit haben, dann bringt die stärkste Attacke nichts. Ihr versteht schon. Hyperzahn versucht Grinz zu erlernen, ja... Das ist jetzt ein Problem. Wobei, nee. Er ist genau gleich stark wie Stärke. Aber Pokémon können zurückschrecken. Aber wir bleiben natürlich bei den VMs. Mit Grinz haben wir halt einen fantastischen VM-Sklaven, fällt mir auf. Das ist schon ziemlich cool. So, ja gut, dann kann ich jetzt natürlich wieder nicht mehr da weitergehen, sondern ich muss es auf der anderen Seite probieren, vielleicht hier. Nur jene, die reinen Herzen sind, gelingt es, die Relivera-Arena zu erklimmen. Naja, ob ich ein reines Herz habe, möchte ich jetzt nicht unbedingt beurteilen. Cosima, okay.
möchte ich nicht unbedingt behaupten, dass ich ein reines Herz habe, weil... Leute, Hand aufs Herz. Ein reines Herz, ja. Das hat, glaube ich, niemand. Ganz im Ernst. Jeder hat schon Dinge gesagt, getan oder... Holy fucking shit, viel zu viel Damage. Ja, jeder hat schon mal Dinge gesagt oder getan, die alles andere als gut waren oder verletzend waren oder irgendwie sowas, ja. Weil rein bedeutet ja wirklich rein. Steht ihr? Was laber ich da eigentlich? Ich sollte eher mal darauf achten, dass irgendwie nichts passiert. Oh shit, das war dumm. Oh shit, das ist noch dümmer. Warum habe ich eigentlich Hoppel eingesetzt? Das ist mir gerade ein Rätsel. Jetzt kann ich nichts auswechseln. Oh, fucking, fucking, fuck. Das ist ein Problem. Ich habe jetzt ein Problem. Eigentlich wollte ich Grins einsetzen wegen der Wasserattacke, aber ich habe... Es wurden Fehler gemacht, Leute. Es wurden Fehler gemacht. Zu viel Damage, ey. Nein, seht euch das an. Wir verlieren. Wir verlieren vielleicht Hoppel, wenn jetzt dieser scheiß Feuerwirbel nicht endlich weggeht. Hört auf mit deiner Psi-Welle! Oh. Kack, das Drecksvieh. Ich kann ja nicht wechseln, oder? Oder kann ich wechseln? Nee. Ich wollte schon sagen. Versuchen wir jetzt Zertrümmerer. Ja, es bringt halt hier noch gar nichts. Es bringt halt hier wirklich noch gar nichts. Hä, wie lange ist dieser scheiß Feuerwirbel denn da? Oh, Hoppel. Ich habe mich zu Beginn des Projektes noch überhaupt nicht lustig gemacht. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, du bist gar keine schlechte Wahl. Nein, dieser... Was soll denn der Scheiß? Ah, wurde von Feuerwirbel befreit. Na, endlich. So, Grins. Ist das klug? Wir versuchen es einfach. Seine Aquaknarre ist zwar scheiße. Trotzdem. Hör auf mit deiner Psi-Welle! Er ist viel zu mächtig! Nein, ich will nichts riskieren. Ich will nichts riskieren. So. Ja, ist gut jetzt. Ich hätte es vermutlich überlegt gehabt, aber spielt keine Rolle. So, na endlich. Mein Gott. Scheiß Sonnenfell hier. Kröti 28. Schick. Aquavelle. Aquavelle. Blubber war 40, jawohl. Aquavelle müsste 60 sein, genau. Deswegen wird das gewechselt. Und Aquavelle kann den Gegner auch noch verwirren und deswegen... In allen möglichen Formen und Farben ist Aquavelle besser als Blubber. So, natürlich noch ein Lunastein, das war klar. Da bleiben wir doch direkt einfach mal bei unserem guten Grins. Oh, der Schaden, Leute, der Schaden. Ist einfach so gering. War das gerade ein Volltreffer? Das war kein Volltreffer, oder? Oh, Grins, du bist halt überhaupt nicht stark. Hypno... Gott! Das auch noch. Das hat echt auch noch. Das ist halt wirklich nicht gut gerade. Das ist halt wirklich nicht gut gerade. Wach doch bitte auf. Yes! Und machen Crit! Das war kein Crit, oder? Ich weiß nicht, ob der nächste Angriff ausreichen würde. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Warum ich gerade alles tue, um Prinz am Leben zu erhalten, ich weiß es nicht. Ich möchte es doch nicht verlieren. So, und wir sind gespannt. Hätte es ausgereicht? Hätte es nicht. Na toll. Gut, dass ich kein Risiko eingegangen bin. Teilweise macht das wirklich sehr viel Damage. Psi
die Welle. Ja, ich glaube, das ist variabel irgendwie, habe ich was im Kopf, aber... Auf jeden Fall war es gefährlich. So, 28 für Lilly, ist auch gut. Frosty hat auch mal ein Level-Up, sehr schön. So, das war jetzt wirklich ein Problem gerade. Und was für eines. So, dann sollte ich jetzt mal ein bisschen Heilungsarbeit leisten. So, erstmal die Tränke aufbrauchen. So, und das müsste eigentlich schon reichen. Okay. Okay, ich kann an dir vorbeigehen. Sind wir nicht bald oben? Ich nerv gerade so ein bisschen. Ich meine, ich komme immer weiter nach oben. Nein. Komme ich an dir vorbei? Nein! Oh, weil sich die Kamera gedreht hat, habe ich in die falsche Richtung gedrückt. Naja, egal. Nehmen wir diesen Kampf auch noch mit. Du hast ein Rihorn. Gut, das sollte eigentlich kein Problem sein dann wieder. Los, Kröti! Das sollten wir hinkriegen. Wir haben Äther dabei, ne? Nur für den Fall, dass die Aquawelle langsam aber sicher leer geht. Wobei, die Attacke ist neu, deswegen wird sie noch eine Weile vorhanden sein. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Hoppel, 25. Nasknie, das ist dann schon ein größeres Problem. Würde ich behaupten. Aber wir machen trotzdem weiter mit der Aquawelle. Was es nicht reicht. Was es nicht tut. Okay, nur Tackle. Nur Tackle. Ist okay. Ich hätte es schön gefunden, wenn ich jetzt diesen Part gleich die Arena hätte abschließen können. Aber irgendwie habe ich da bei Sonnenfell und Lunastein viel zu viel Zeit verschwendet. Aber mal sehen. Falls wir gleich oben sind, werden wir das natürlich am Stück machen, ja. Zuerst steht uns aber noch ein Onix im Weg. Onix, ich würde wohl eher sagen. Onix da. Okay, ohne Robustheit ist gut. So, alles gut, alles gut. Level up für Spike. Ja, Kröti und Spike, die werden hier ein bisschen was rocken können, hoffe ich. Wobei, eher Kröti. Eher Kröti. Sind wir oben? Wir sind oben, alles klar. Seht euch den Hintergrund an. Mit Regenbogen und alles. Okay, wir geben Kröti... Nee, für 5 KP ist nicht wirklich nötig. Wisst ihr was, wir kämpfen! Ich hab dich schon erwartet. Also jetzt nicht. Dich im Speziellen, aber eben ein würdiger Herausforderer. Meinen Hals, meine Arme und Beine habe ich ausgestreckt nach jemandem wie dir. Das klingt irgendwie ein bisschen abstrakt, ne? Du hast die Steilwände bezwungen. Das allein ist schon eine große Leistung. Ich werde also mit einem langen Hals, so wie mit meinen langen Armen und Beinen kämpfen. Nun ja, beim Klettern sind lange Arme und Beine sicherlich vorteilhaft, aber beim Pokémon-Kampf, wir werden es gleich sehen. Was hast du mit deinen langen Gliedmaßen, ey? Bist du noch ganz dicht oder so? So, Lino! Arenaleiter Lino. Oh, sieh mal einer an. Sieh mal einer an. Aquawelle! Level 25. Okay, sollten wir hinkriegen. Unverwehrt! Natürlich nicht. Shit, nicht die Donnerwelle! Shit, nicht die Donnerwelle! Das ist ein Problem. Das ist ein Problem jetzt. Bodycheck, okay. Hält Kröti ohne Probleme aus. Und greif an, Kröti! Nein! Oh, komm schon. Warum nicht? Nochmal Bodycheck. Ja, okay. Komm schon, Kröti, bitte. Ach, komm schon. Du musst jetzt angreifen, ansonsten wird unser Gegner bestimmt gleich sein Pokémon heilen. Das wäre nicht so gut. Okay, gut gemacht, Kröti. Fantastisch. Pokémon Nummer 1 ist weg. Tut mir leid, Kleines. So, und dann Balguras. Sollten wir auf dieselbe Art und Weise hinkriegen, aber erstmal Heilung für Kröti. Auch die Donnerwelle muss weg, unbedingt. Die Paralyse meine ich. So, was machst du? Biss.
Ja, okay, kann ich damit leben. Wir haben keine Zeit, um die Paralyse wegzumachen. Wir hoffen einfach mal. Oh, Kröti kann zurückschrecken und kann paralysiert sein. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Die Paralyse muss doch weg. Sonst ist die Chance zu groß, dass wir nicht angreifen können. Ja, beiß halt immer zu. Hab ich denn? Paraheiler hab ich. Dann dürfte das eigentlich jetzt nicht mehr so ein Problem sein. So, Paralyse ist weg. Hör jetzt auf damit. Okay, Kröti, Aquawelle. Vielleicht werden wir es hier sogar verwirren können. Hm, das macht nicht mal so viel Damage, wie ich erhofft habe. Viel Damage. Initiative sinkt. Nee. Heilen. Supertrank. Auf Kröti. Ja, die Paralyse hat alles kaputt gemacht. Und dass man immer zurückschreckt bei dieser scheiß Bissattacke, ja. Denn jetzt ist Kröti nicht mehr schneller. Und das ist ein Problem. Komm schon, sei verwirrt! Sei verwirrt, Balbura! Sei verwirrt! Nee, aber jetzt wird es bestimmt heilen. Ja, war klar. Und ich habe nochmal die Chance, das Vieh zu verwirren. Komm schon. Ich hoffe jetzt nicht, dass es in der nächsten Runde einen Crit landen wird. Ansonsten haben wir... Yes! Ansonsten haben wir ein Problem. Greif dich selber an. Natürlich nicht, ich meine. Warum sollte es auch? Oh Gott, das war ein Crit! Yes! Kröti, super! Oh mein Gott, das war ein bisschen zu knapp. Oh mein Gott, das war gerade ein bisschen zu knapp, Leute. Hohoho. Ach du Kacke. So, wir haben es geschafft. Vor mir ragt eine ehrfurchtseinflößende Stahlwand empor. Und diese Stahlwand bist du. Gib mir das Geld. So. Manchmal kann man sich noch so sehr strecken, doch sein Ziel erreicht man trotzdem nicht. Wichtig ist, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Man darf nie aufgeben, egal wie steil die Wand oder wie stark der Gegner auch sein mag. Das ist mir bewusst geworden, als ich dich und dein Team in Aktion gesehen habe. Ihr wollt hoch hinaus und ihr könnt es schaffen. Dafür möchte ich dir den Wallorden verleihen. Dankeschön. Mit dem Wallorden gehören dir jetzt alle Pokémon bis Level 40, die sogar per Tausch schon zu, ne? Und ich gebe dir noch das hier, dem Felsgrab, weißt du? Das sind jetzt nicht unbedingt die schlechteste Attacke. Man macht nicht nur Schaden, sondern... Bewegungsfreiheit einschränken und Initiative senken, das ist gut. Hört auf mit deinen langen Armen und Beinen zu labern hier. Felsgrab. Wem könnte ich denn das geben eigentlich? Ich sehe es ja da. Vielleicht... Ja, vielleicht Frosty. Vielleicht Frosty. Denn... Ja, es wäre Bodycheck und das brauche ich nicht. Das... Nee. Mich selber angreifen, das... Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ist sonst noch was für es? Zertrümmerer? Nee. Trugschlag kann immer noch niemand lernen. Fantastisch. Gut, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wie komme ich jetzt am schnellsten hier weg? Indem ich hier runterrutsche. Niau. Und wir gehen so schnell wie möglich ins Pokémon Center, ich meine. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Verdammte Kacke nochmal. Du sollst aufs Fahrrad steigen. Ganz schnell gehen wir das Pokémon heilen. Das heißt das, die Pokémon. Und dann werde ich mich noch irgendwo hinstellen, damit wir etwas Wichtiges nicht vergessen werden. Dann ist der Partner noch schon wieder mehr als nur lang genug. So. Wunderbar. Vielen Dank. Hier die Pokémon und tschüss. So, und aufs Rad. Wo gehe ich hin? Falscher Weg. Hier hoch. Hier hochgehen. Was? Sei still da unten. Blöder Bildschirm. So, in diese Höhle, in die Geolink-Höhle wollen wir beim nächsten Mal nochmal gehen. Mit der VM-Stärke.
Aber erstmal war's das für heute mit Pokémon X. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!